Servus, ich bin's wieder, der Hans-Peter, zur neuen Staffel von Technik am Freitag im Winterdienst. Jetzt hat es Gott sei Dank einen Haufen Schnee gemacht und jetzt haben wir so einen 110er Lindrack mit einem Hauer Variopflug, 2,60 m hergestellt und das schauen wir uns jetzt zu, wie das funktioniert. Traktortechnik am Freitag mit Hans-Peter Bucher. Für unseren ersten Winterdiensteinsatz hat uns die Firma Lindner einen Lindtrack 110 zur Verfügung gestellt. Vorne angebaut ist ein zweiteiliger Vario-Schneepflug von Hauer. Ein Universalgerät für die professionelle Schneeräumung. Der Vario-Schneepflug ist, wie sein Name schon sagt, besonders variabel. Über ein doppelt wirkendes Steuergerät lassen sich die beiden Räumschilder hydraulisch verschwenken. Die Funktionen bedient Hans-Peter mit dem Multicontroller auf der Armlehne. Klappt man beide Schilder nach hinten, wird das Gerät zum Spitzpflug. Diese Variante eignet sich besonders gut zum Öffnen zugeschneiter Wege bei großen Schneemengen und hart gefrorenem Schnee. Durch Überdruckventile und Hydrospeicher sind die beiden Schilder vor Überlast gesichert. Gummilaufräder führen den Schneepflug über den Boden. Ihre Höhe verstellt man mit einer Kurbel an jeder Seite. Zum Verbreitern der Fahrbahn nutzt Hans-Peter das Gerät als Seitenpflug. Dazu richtet er die beiden Räumschilder parallel aus. Den kompletten Schneepflug kann er dann schräg stellen, wahlweise nach links oder rechts, je nachdem, auf welche Seite der Schnee ausgeworfen werden soll. LED-Begrenzungsleuchten und rot-weiße Flaggen außen am Schild warnen andere Verkehrsteilnehmer und helfen dem Fahrer, die Breite richtig einzuschätzen. Doch damit nicht genug. Schwenkt man die beiden Schilder nach vorne, verwandelt sich das Gerät in einen Y-Pflug. Besonders praktisch zum Ausräumen von Einfahrten und Plätzen, weil der Schnee komplett mitgenommen und nicht ausgeworfen wird. Das Räumschild ist über eine Anbauplatte mit dem Traktor verbunden und lässt sich über eine spezielle Kinematik hydraulisch ausheben. Hans-Peter erklärt uns, was es damit auf sich hat. Da sieht man die Anbauplatten für den Schneepflug. Das ist eigentlich für einen professionellen Einsatz, weil da hat man einen richtigen Druck drauf. Kann man schön verschrauben da, hängt man da oben ein, ganz einfach zu montieren. Und es gibt aber auch eine zweite Möglichkeit auf der Dreipunkt-Fronthydraulik. Die ist jetzt nicht so stabil wie eine Platten, weil da die ganze Fläche verbindet zwischen Fahrzeug und Schneepflug. Für alle Kunden, die das Fahrzeug professionell im Winterdienst einsetzen wollen, empfiehlt Lindner die Anbauplatte. Im Frühjahr kann sie einfach abgenommen und die Hubarme eingeschoben werden. Die Umrüstung dauert etwa 20 Minuten. Damit der Lindtrack seine Kraft auch auf den Boden bringt, hat Hans-Peter an allen vier Rädern Schneeketten aufgezogen. Über das stufenlose Getriebe kann er die Fahrgeschwindigkeit feinfühlig regeln, während der Antrieb immer kraftschlüssig bleibt. Dem Vergleich von stufenlosen und Schaltgetrieben haben wir bereits ein eigenes Video gewidmet. Besucht und abonniert unseren YouTube-Kanal. Dort findet ihr alle bisherigen Folgen von Traktortechnik am Freitag. Um den Pflug vor Überlast zu schützen, sind die Schare mit Federn vorgespannt. Fährt man gegen ein Hindernis, können sie nach hinten ausweichen, bevor sie von selbst wieder in ihre Ausgangsstellung zurückkehren. An der Unterseite sind Schürfleisten aus verschleißfestem, durchgehärtetem Hochleistungsstahl angeschraubt. So, jetzt haben wir es gesehen, was man mit einem stufenlosen Fahrzeug und mit einem Variopflug, offene Variationen, die man da machen kann. Und nächste Woche hätten wir vor, einen normalen Seitenflug auf einen Unitrack aufgebaut. Und damit freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet.